Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Im Momoka Nummer 24 steht das folgende Koan: Fuketsus sprechen und schweigen. Ein Mönch fragte Fuketsu: Sprechen und schweigen sind beide falsch, wenn du in Ri und Bi bist. Wie können wir diesen Fehler vermeiden? Fuketsu sagte: Ich erinnere den Frühling in Konan, wo die Rebhühner singen. Wie wunderbar duften die zahllosen Blumen. Ja, dieses Korn klingt ein bisschen rätselhaft. Vor allem, wenn da von Ri und Bi die Rede ist und von Fehler vermeiden. Ja, Ri und Bi, was ist das überhaupt? Ri und Bi sind buddhistische Ausdrücke für nach innen gerichtete Aktivität des Geistes, Klammer auf Schweigen, nach außen gerichtete Aktivität des Geistes, zum Beispiel Sprechen. Aber es beschränkt sich nicht auf Sprechen und Schweigen. Es gibt ganz viele Innen-Außen-Verhältnisse, die da betrachtet werden und einbezogen werden. Aber hier bezieht es sich mal auf diese beiden Seiten von innen und außen, von der Innenseite unseres Geistes und von der Außenseite unseres Geistes. Und aufgebracht wurden diese Begriffe erstmals von Sojo. Sojo war einer der Übersetzer, die unter Kumarajiva die buddhistischen Schriften Indiens ins Chinesische übersetzt hat. Das war ein titanisches Werk, was die vollbracht haben. Über 4000 Sutren übersetzen, eine richtige Übersetzerfabrik damals. Kumarajiva war der Chef und hat die Übersetzung kontrolliert. Und unter ihm arbeiteten eine ganze Reihe von Leuten, die die buddhistischen Texte eben übersetzt haben ins Chinesische. Und viele Texte sind nur auf diese Weise überhaupt überliefert. Zum Beispiel das Vimalakirti Sutra, das ist dann eine Rückübersetzung aus dem Chinesischen oder sowas. Und genauso beispielsweise das Panyashinyo, so wie wir das rezitieren, das ist nicht mehr die Originalfassung, wie sie in Indien mal verfasst worden ist, sondern es ist die laut gemalte Abbildung. Das ist so wie ein Aquarellbild des eigentlichen Bildes, ja. Weil viele Sachen am Verlaufen und so weiter. Und den Originaltext hat man bisher noch nicht wiedergefunden. Ja. Also Kumarajiva und seinem Team verdanken wir unglaublich viele Texte aus dem Buddhismus. Und die haben also den chinesischen Buddhismus gestärkt und bereichert. Ja, und in diesen Schriften ist erstmals in der Übersetzung von Sojo auf Ri und Bi hingewiesen. Ja? Also nach innen und nach außen gerichtete Aktionen des Geistes. Und das Problematische daran ist, wenn wir das trennen, das tut ja immer unser Verstand, der trennt dann Schweigen von Reden. Das ist auch ein gewisser Unterschied in der Wahrnehmung. Ja.
Aber wieso ist es falsch, nur zu reden oder falsch, nur zu schweigen? Ist erstmal ein bisschen mysteriös, ja? Tut doch jeder reden und schweigen. Also, was soll das da von richtig und falsch in dem Zusammenhang zu reden? Aber in den Kommentaren wird darauf hingewiesen, dass das normale Reden und das normale Schweigen aus einer Welt der Getrenntheit stammt. Das heißt, das ist nicht eine zusammenhängende Sphäre, sondern das ist Reden, das ist Schweigen. Ja? Das sind getrennte Welten. Wie, da bin ich und du bist du. Auch getrennte Welten, obwohl das unrealistisch ist. Die Realität ist, dass das alles zusammenhängt. So auch Reden und Schweigen. Also wie können wir über dieses Normalverständnis von Reden und Schweigen hinausgehen? Das ist eigentlich jetzt die Frage des Mönchs. Wie können wir das machen, ja? Ist doch nun mal da, Reden und Schweigen. Ja, und da gibt jetzt Fuketsu ein Beispiel. Er zitiert ein Gedicht aus seiner Heimat. Konan war die Heimatprovinz von Fuketsu. Und Konan war berühmt für den Vogelgesang, der da herrschte. Und hier beispielsweise auch den der Rebhühner. Die Rebhühner, die haben auch bei uns so einen Klang. Wahrscheinlich habt ihr alle noch nie Rebhühner gehört. Aber ich bin mit dem Gesang der Rebhühner aufgewachsen, ja. Zu meiner Zeit gab es die noch. Genauso gab es zu meiner Zeit noch die Nachtschwalbe, ein Vogel, der abends gesungen hat mit einem schönen Brrr, fing das an und wie so ein Spinnlaut in der Nacht, ja, die Nachtschwalbe. Und wir haben ja gar keinen Begriff von dem, was wir alles schon verloren haben an Vogelarten, Lebewesen und so weiter. Wir sind ja froh, wenn wir noch ein paar Kohlmeisen, ein paar Blaumeisen am Vogelkasten haben und ein paar Spatzen. Aber diese ganze Fülle, ja, die es früher mal gab oder die es vielleicht mal wieder geben wird, die ist uns irgendwie gar nicht mehr so richtig zugänglich. Und deshalb sagt uns dieses Gedicht wahrscheinlich auch wenig. Ich erinnere den Frühling in Konan, wo die Rebhühner singen. Wie wunderbar duften die zahllosen Blumen. Auch mit den zahllosen Blumen ist es nicht mehr so weit her. Hier auf den Äckern blühten früher zahllose Blumen. 146 wunderschöne Ackerblumen standen auf der Todesliste von Schering für die Behandlung von Rübenfeldern. Die mussten erkannt werden und ausgemerzt werden, weil sie nämlich sich auf Kosten der Dicke der Zuckerrüben entwickelten auf dem Acker. Und da störten sie 146 wunderbare Wildkrautblumen, sowas Schönes wie das Ackerstiefmütterchen und all möglich waren dabei. Oh, basta! Round up! So, und dieser eindimensionale Geist, der hat es schwer, darüber hinaus zu gehen in die Dimension des großen Lebens, wo alles zusammenhängt. Wo auch Leben und Tod zusammenhängen, wo man deshalb nicht sich beunruhigen muss, dass das besteht, dieser Zusammenhang.
Ja, wie kommen wir da nun hin? Fouquetso antwortet mit diesem wunderbaren Gedicht. Und wir können auch einzelne Aktivitäten in diesen Zusammenhang bringen, wenn wir in tiefe Konzentration gehen. Wenn wir aus der tiefen Konzentration heraus Dinge tun, hier zum Beispiel während Sammo, dann gehen wir in gewisser Weise über dieses Normalverständnis von diesen Handlungen hinaus, weil unser Herz ist beteiligt. Mit einem Mal machen wir da im Garten irgendwas wie Erbsen pflanzen oder sonst was, ja. Und plötzlich sind wir mit diesem ganzen Kontext verbunden, in dem wir uns bewegen. Das ist so ein beglückender Zustand. Das kann man auch am Abwaschtisch erleben. Also ich wasche schon deshalb gerne ab, weil ich dann immer so schöne warme Hände habe. Aber es ist auch eine wunderbare Verbindung mit dem ganzen Universum. Das Wasser, was von so weit her kommt, ja, was aufgewärmt ist, was da über die Tassen drüber läuft und die ganzen Teller. Bodhisattva Wasser. Habt ihr euch das mal klar gemacht, was das für ein großer Bodhisattva ist? Man stellt den ganzen dreckigen Kram da in so ein Becken rein, weicht das in Wasser ein und nach einer Stunde kommst du hin, brauchst nur noch ein bisschen nachspülen, schon sind die Sachen wieder sauber. Herrlich. Bodhisattva Wasser. Wer begegnet schon Bodhisattva Wasser? Wer begegnet Bodhisattva Wind? Wer begegnet Bodhisattva Sonne in der gebührenden Herzensöffnung? Was ist das? Die Frage, ja? Und hier auch. Wie können wir also sprechen, dass wir Sprechen und Schweigen überschreiten? Dass unser Sprechen noch gezeichnet ist von den Erfahrungen, die wir im Schweigen gemacht haben. Im tiefen Samadhi gewesen sein. Da auftauchen und dann einen Satz sagen. Ich liebe dich. Wenn das aus diesem Schweigen kommt, mit dieser ganzen Kraft verbunden ist, dann klingt das anders als in der Schlagerwelt. Ich liebe dich, ich liebe dich. So eine Scheiße macht man sich nicht anhören. Ja? Aber wenn das wirklich von Herzen getragen ist, dann ist das eine großartige Sache. Und so, auch wenn wir mal selber ein Gedicht machen oder von einem Gedicht begeistert sind, dann können wir in dieses herzgetragene, konzentrierte Sprechen kommen, was Sprechen und Schweigen überschreitet. Weil wir in dem Horizont des großen Lebens uns bewegen. Was die Liebe angeht, hat Khalil Gibran ein wunderbares Gedicht geschrieben oder einen wunderbaren Text. Da heißt es von der Liebe: Wenn die Liebe dir winkt, folge ihr. Sind ihre Wege auch schwer und steil? Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin. Auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie
Auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann, wie der Nordwind den Garten verwüstete. Denn so wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. So wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. So wie sie emporsteigt zu deinen Höhen und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln und erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngarben sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich, um dich nackt zu machen. Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien. Sie mahlt dich, bis du weiß bist. Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann weiht sie dich ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All dies wird die Liebe mit dir machen, damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken und vom Dreschboden der Liebe zu gehen. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein ganzes Lachen, und weinen, aber nicht all deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen. Denn die Liebe genügt der Liebe. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken. Denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Aber wenn du liebst und Wünsche haben musst, sollst du dir dies wünschen. Dies zu schmelzen und wie ein plätschernder Bach zu sein, der seine Melodie der Nacht singt. Den Schmerz allzu vieler Zärtlichkeit zu kennen, vom eigenen Verstehen der Liebe verwundet zu sein, und willig und freudig zu bluten. Bei der Morgenröte mit beflügeltem Herzen zu erwachen und für einen weiteren Tag des Liebens Dank zu sagen, zur Mittagszeit zu ruhen und über die Verzückung der Liebe nachzusinnen. Am Abend mit Dankbarkeit heimzukehren und dann einzuschlafen mit einem Gebet für den Geliebten im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen. Ja. Also, die Liebe hat die Dimension des großen Lebens. Die ist davon gezeichnet. Krisen, Freuden, alles im Wechsel ist da. Schmerz und Leid. Wenn wir uns ganz hingeben, und so ist es auch mit dem ganzen großen Leben, wenn wir uns ihm hingeben, dann erfahren wir alle Dimensionen. Alle. Nicht nur die Zuckerguss- und Schokoladendimension. Nein, alles. Das ist gerade der Segen,
das ist gerade unser entscheidendes Lernprogramm, dass wir da offen sind. Und Zen ist eine Übung, die uns dafür öffnen kann. Das muss nicht sein, aber sie kann das, weil wir das lernen, mit Schmerz und Freude gleichzeitig zu sitzen. Mit geistigen Schmerzen, mit physischen Schmerzen, mit geistigen Freuden, mit physischen Freuden. All das können wir lernen im Zen und dem jeweiligen Zustand die gebührende Aufmerksamkeit geben. Voll da reingehen, voll die Knieschmerzen sein und Scheiße denken und trotzdem dabei bleiben, weil wir wissen, das Leben ist so. Es gehört dazu. Man kann natürlich am ersten Tag abhauen und sagen, die spinnen doch hier, das sind doch alles Neurotiker und Sadomasochisten und so weiter. Nein, das ist ein Training, um dem großen Leben ein Partner zu werden. Und das ist nicht einfach. Das verlangt unsere volle Hingabe. Mein Lehrer sagte, Zen ist Ecstasy. Er meinte damit genau diese Umstände. Deshalb ist es Ecstasy. Nicht, weil wir eine Pille eingeworfen haben und auf dem Wagen Musik machen und so. Nein, das ist nicht Ecstasy. Ecstasy ist, das große Leben als Partner zu bestehen. Das ist Ecstasy. Die größte Freude, dass wir mit der Wirklichkeit in Kontakt sein können, dass wir nichts ausblenden müssen, dass die Wirklichkeit keine Projektion ist, sondern eine wirklich tiefgehende Erfahrung von uns. Darum geht's. Wir haben hier noch vielleicht die Frage des Todes mit einzubeziehen. Das ist ja etwas, was die meisten Menschen mit viel Leid erfüllt. Ja? Der Tod eines Angehörigen, der Tod eines nahen Menschen. Vor einigen Wochen ist mein schamanischer Lehrer Paul gestorben. Paul habe ich zuletzt gesehen im September und war zuletzt da in der Spitzhütte. Und er sagte damals, ja, er wird nicht mehr Spitzhütten so wie bisher machen können. Das heißt, die große Hitze und das alles, das wird er gar nicht mehr schaffen. Und er hatte zu der Zeit ein Lungenleiden, das die Ärzte nicht einordnen konnten. Er hustete immer so. Und ich war in größter Besorgnis, dass er nicht mehr lange leben würde. Und tatsächlich hat er so eine Art Atemlähmung gehabt. Irgendwie eine Kristallisierung da der Zellen in der Lunge. Und er sah sich auf einen schrecklichen Erstickungstod zugehen. In dieser Situation hat er sich entschieden, in die Spirit World zu gehen. Das für ihn eine ganz natürliche, belebte Dimension. Und er hat einen Arzt gebeten, ihn dabei zu unterstützen. Es war also klar, an welchem Tag er gehen würde in die Spirit World. Wir haben noch eine Nachricht bekommen. Paul geht Dienstag in die Spirit World. Wir wussten nicht genau, was damit jetzt gemeint war, aber tatsächlich ist er an diesem Dienstag dann gestorben. Und
Wenn ich jetzt in Verlust denken würde, dann könnte ich sagen, mein größter kanadischer Freund ist nicht mehr. Was soll ich da noch hinfahren? Wenn ich nicht mehr zu ihm in die Hütte gehen kann, wenn ich nicht mehr von seiner Weisheit profitieren kann, was mache ich, wenn die Ameisen mein Haus wieder überfallen? Wo ist Paul, der Ameisenflüsterer, der in der Spirit World zu Hause war und der den Holy Ones of the Ants sagen konnte, schick mal deine Ants woanders hin als in dieses Haus. Ja? Und dann gehen die auch. Ja, Paul war ein wunderbarer Mensch und ich sage mir, Paul lebt in mir. Und so auch in seinen vielen Freunden wahrscheinlich. Oder von einem Mitglied unserer Sangha ist die Freundin verunglückt vor einem Monat. Wo kann man sie jetzt erreichen? Wie können wir oder er sich damit verbinden? Wie können wir aus dem Denken aussteigen, ah, sie ist gestorben, das war's. Weg ist sie. Das ist ja das Normaldenken vieler Menschen. Für die ist Leben, Leben und Sterben, Sterben. Und Sterben ist das Verschwinden im Nichts. Weg, du bist nichts mehr. So. Für uns spirituelle Menschen ist Leben schon immer Sterben. Also ich muss gar nicht den Spruch meines Zahnarztes mir ins Gedächtnis rufen, der mir mal Brücken machen wollte. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber da müssen Sie ja 4 gesunde Zähne runterschleifen. Da hat er zu mir gesagt, ich kann Sie beruhigen, gesunde Zähne sind in Ihrem ganzen Mund nicht mehr zu finden. Man hat sich also schon einiges verändert gehabt. Ja? Leben ist Sterben. Es sterben viele Fähigkeiten, die wir mal gehabt haben, sind plötzlich weg. Wir verändern uns. Wenn ich auf das Bild von mir als 11-monatiger Säugling schaue, der so fröhlich in die Welt schaut und dann ein neuzeitliches Bild von mir daneben hänge, dann frage ich mich, was haben diese beiden Gestalten eigentlich miteinander zu tun? Ja? Da sage ich immer noch, guck mal, das bin ich mit 11 Monaten. Ich? Ich? Da lachen ja die Hühner. Nee, der ist schon längst gegangen, der 11-monatige Christoph. Von dem ist nichts mehr da. Aber hier ist noch ein präsenter Körper, ja. Ah, zum Anfassen noch eine Weile. Also, für uns spirituelle Menschen ist Leben Sterben und Sterben Leben. Das heißt, wir wissen, dass wenn wir sterben, dass wir in gewisser Weise in den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, fortwirken. Wir sind in denen auch vorhanden. Beispielsweise hatte mein Vater so bestimmte Hände mit solchen Adern, wie ich sie habe, ja. So lange Finger und so groß. Ja, die habe ich doch hier immer noch. Brauche ich dann anzugucken, kann ich das sagen, Papa, da bist du ja. Oder Mama, wenn ich in mein Gesicht gucke, ja. Viele Züge in meinem Gesicht habe ich von meiner Mutter, die jetzt 95 ist und demnächst nicht mehr da sein wird. Wenn sie geht, dann werde ich weinen und gleichzeitig weiß ich, sie lebt in mir weiter. Und so ist es mit den nahen Menschen, wenn sie von uns gehen. Sie werden in uns weiterleben. Das ganze Leben ist ja ein Feuerwerk.
Die ganze Zeit sprühen wir unsere Energie in unsere Umgebung. Und viele Menschen empfangen diese Energie. Und da sind immer wieder welche dabei, die sagen, ey, was du damals gemacht hast oder was du mir damals gesagt hast, das hat mich so beeindruckt, da habe ich mir das zu Herzen genommen und das hat mein Leben verändert. Ich weiß überhaupt nicht, wovon die sprechen. Weil das nämlich schon längst an die übergegangen ist. Das ist ein Stück von mir, das ist jetzt bei denen. Das ist nicht mehr bei mir. Bei mir ist es schon weg. Ja. Ja. Und all das ist, wenn wir Leben und Sterben richtig verstehen und das große Leben richtig verstehen, dann sind wir nah daran, in Übereinstimmung mit dem Tao zu leben. Mit dem Tao, das ist ja das große Leben. Wie in meinem Namen gesagt wird, D. Übereinstimmt mit dem Tao-Leben, ja. Und ich habe mal meine alte Tante Lorena gefragt, wie verhält es sich eigentlich mit dem Weg des Tao? Kannst du mir nicht mal ein Beispiel sagen? Du sprichst immer davon, dem Weg des Tao zu folgen. Wie mache ich denn das, ja? Ich bin Jurist. Dann hat sie gesagt, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war eines Nachts total schlechter Laune und konnte nicht schlafen und war unruhig und wusste mir in der Nacht keinen Rat, was ich machen sollte. Und was habe ich gemacht? Ich habe ein Band von Edgar Allan Poes Geschichten gegriffen und die habe ich angefangen zu lesen. Und da hat sich mein Geist und mein Gemüt aufgeheitert. Ich war besser Laune, ich konnte auch schlafen. Und siehst du, der Edgar Allan Poe, der hat die Geschichte geschrieben, der hat niemals geglaubt, dass er den gestörten Schlaf einer alten Frau segnen würde damit. Niemals. Ja, und dann ging es weiter. Dann kam meine Enkelnichte nach Hause und die hatte Stress mit ihrem Zeichenlehrer. Der hat ihr Bild, was sie mit großer Freude gemalt hat, völlig verrissen und sie war total deprimiert. Aber weil ich von Edgar Allan Poe aufgebaut war, konnte ich sie trösten und ihr sagen, du, das Leben geht weiter und du malst schöne Bilder. Wenn der das nicht versteht, ist nicht schlimm. Du wirst schon sehen, dass deine Kreativität sich im Leben auswirkt. Und dann war die wieder fröhlich und Lorena hat sie dann nach Hause gebracht, in die Nachbarschaft. Und da kam sie an einem Garten vorbei. In den Garten schaute ein Blumenwohnzimmerfenster, in dem in einem Käfig zwei Wellensittiche saßen. Und die kleine Naschi, die sah die Wellensittiche und sagte, oh, die Armen, die sind da die ganze Zeit gefangen da drin in ihrem Käfig. Aber guck mal, Lolo, der Mann da, dem die gehören, der macht das Blumenbeet vor dem Fenster jetzt ganz schön. Der gräbt das um, damit die armen Wellensittiche was Schönes zu sehen haben. Das hörte dieser Mann und hat gelacht. Aber nach einem halben Jahr war da eine Blumenpracht zu sehen. Und da sagte Lorena, gucke mal, so ist der Weg des Tao. Edgar Allan Poe weiß nicht, dass er die alte Frau tröstet. Die alte Frau liest das, weiß nicht, dass sie
ihre Enkelnichte da tröstet, die Enkelnichte sagt, was von ihrem Kinderherzen, das hört ein wildfremder Mann und macht es seinen Wellensittichen schön. Das sind keine Kausalketten, wie wir sie so kennen. Der Weg des Tao ist geheimnisvoll, weil er immer wieder solche Kurven nimmt, die wir überhaupt gar nicht für möglich halten. Und deshalb lohnt es sich, sich dem Weg des Tao zu öffnen. Ich habe noch ein Beispiel für euch. Wir sitzen ja drüben in der alten Sendo jeden Morgen um 6:30 und sehr oft kommt da auch Elisabetta, eine Italienerin. Und eines Tages ist Elisabetta von einer Italienreise nach Hause gekommen und wohnt hier im Lebensgarten in einem Haus mit anderen zusammen. Und sie kam zurück und das Haus war verschlossen. Sie war ein bisschen früh dran und die Nachbarn, die schliefen scheinbar noch. Jedenfalls hat sie mich gefragt, ob sie sich vielleicht bei mir noch ein bisschen aufwärmen kann, weil die Temperaturen waren zu der Zeit ganz schön niedrig, ja. Ich sage, komm rein, setz dich in mein Wohnzimmer. Da hast du Bücher, kannst dich mit amüsieren. Ja, ja, und was macht sie? Sie greift sich ein Buch von Pema Chödrön. Beginne, wo du bist, eine Anleitung zum mitfühlenden Leben. Tonglen. Der tibetische Weg, mit sich selbst und anderen Freundschaft zu schließen. Dieses Buch, das hat sich da so durch Zufall rausgenommen und hat sich da rein vertieft und hat gesagt, kann ich das nicht mitnehmen? Ich sage, bitte, ne? Nimm es mit, gib es mir irgendwie wieder in 14 Tagen und so. Und daraufhin hat sie die Kapitel Tonglen im Alltag und so weiter studiert, die in diesem Buch da beschrieben sind. Und da heißt es zum Beispiel, alle fühlenden Wesen ohne Ausnahme besitzen Bodhicitta, also die angeborene Zartheit des Herzens, seine natürliche Neigung zu lieben und sich um andere zu kümmern. Ja, um uns gegen die Erfahrung von Schmerz und Unbehagen abzuschirmen, haben wir jedoch im Laufe der Zeit massive Barrieren aufgebaut, die unsere Zartheit und Verletzlichkeit überdecken. Das führt dazu, dass wir oft der Entfremdung, Wut, Aggressivität anheimfallen und uns der Sinn des Lebens abhanden kommt. So, und da kann man jetzt diese Tonglen-Übung machen. Ja? Tonglen, das bedeutet Aussenden und Empfangen. Der Übende sendet sein Glück den leidenden Wesen zu und nimmt von den leidenden Wesen deren Leiden in sich auf. Verwandelt das mit jedem Atemzug, nimmt er das Leid der anderen auf und atmet Glück an die aus. Ja, und die Pema Chödrön, die empfiehlt, dass man die Tonglen-Übung, die im Prinzip allen Wesen angedeihen kann, die man denen angedeihen lassen kann, den erstmal sich selber gegenüber, dieses Tonglen zu üben, ja, also mich selbst da so vor mir zu sehen als ein leidender Mensch und das Tonglen mit meinem Atem, mein Glück diesem Bild von mir selber zu schicken und das Leid, was ich auch verkörpere, in mich aufzunehmen. Und dann im nächsten Schritt
da kann man einen nahen Verwandten nehmen, um den das eigene Glück zu schicken und du bist jetzt gerade unglücklich, Pien, ne? Was ist denn? Hast du Hunger? Es gibt gleich was zu essen. Nein? Okay, gut. Also den anderen Wesen und da empfiehlt die nahe Verwandte zu nehmen. Und da hat die Elisabeth hat die ganze Zeit dieses Tonglen intensiv geübt. Und während der Übung hatte sie den Einfall, ich könnte mein Glück meinem 20 Jahre jüngeren Cousin schicken. Dieser Cousin, der war verschollen. Die Familie hatte sich von ihm losgesagt. Der Vater wollte ihn nie wiedersehen in seinem Leben. Und er war abgetaucht. Es hieß, dass er drogenabhängig geworden sei. Und sie hatte ihn 20 Jahre nicht gesehen. Das letzte Mal auf dem Begräbnis der gemeinsamen Großmutter. Und davon gab es ein Foto von den Verwandten. Und da war sie drauf und er war auch drauf. Aber es war schon ziemlich lange her, 20 Jahre, ja. Da verändert man sich ja. Also, sie hat beschlossen, sie versucht, den zu finden. Und das ist interessant, dass sie da den Weg des Tao geht. Der Weg des Tao ist nämlich ein Weg des Nichtwissens. Alle Wege, die gewusst werden können, sind nicht die Wege des Tao. Die Wege des Tao sind die unbekannten Wege. Sie ist also erstmal nach Italien gefahren zu ihren Verwandten. Und dann hat sie niemandem was gesagt davon, dass sie jetzt versuchen wird, diesen Cousin zu finden. Und die einzige Information, die sie hatte, war, dass der mal längere Zeit in einem kleinen Ort in der Nähe von Solothurn gelebt hatte. Naja, ist sie da erstmal hingefahren und dann dachte sie, naja, da ist kein Platz für Drogensüchtige. Da gehe ich doch mal an den Bahnhofsplatz von Solothurn. Ja, da war die drogenabhängige Bevölkerung präsent und dann hat sie da einen Marokkaner gefunden, der sah so aus, als könnte der vielleicht ihren Cousin mal begegnet sein. Der dealte auch und so. Und dann hat sie den beschrieben. Und da sie ja nur dieses Foto hatte, hat sie ihn in den Gesichtszügen seines Vaters beschrieben. So müsste er ungefähr aussehen. Und der Marokkaner hat gesagt, ja, es könnte sein, dass ich den hier schon mal gesehen habe. Ja. Naja, dann dachte sie, dann kann ich ja weitersuchen. Jetzt hatte sie kaum noch Geld und brauchte eine billige Unterkunft. Da dachte sie an die Jugendherberge. Und zufällig war die Jugendherberge an dem Tag, als sie da ankam, geöffnet, weil da nämlich ein Filmfestival stattfand. Und da konnten aufgrund des Filmfestivals Leute in der Jugendherberge unterkommen. So auch sie. Und da durfte man sich auch umsonst Filme angucken. Und da hat sie so einen Drei-Generationen-Film gesehen, der sie wahnsinnig bewegt hat, sie an ihre eigene Familie erinnert hat. Und da musste sie weinen und ihr Entschluss, den zu treffen, war noch mehr unterfüttert. Und dann ging sie wieder zu dem Bahnhof hin und dachte, vielleicht treffe ich ihn. Und da kam ein Drogi auf sie zu und hat gesagt, hasse mal 2 Franken.
Da hat sie ihm ins Gesicht geguckt, dachte, der sieht so ein bisschen ähnlich aus wie mein Onkel. Ich fragte ihn mal. Sie gesagt, bist du der Alexander? Dachte, wie kommst du da drauf? Woher kennst du meinen Namen? Naja, sie war aber nicht ganz sicher, könnte ja jeder sagen, ne? Ich bin Alexander, wenn man dann so einen Schein kriegt und so weiter, sagt man ja vielleicht sowas. Und der holt sie das Foto raus und sagt, schau mal, hier habe ich ein Foto vom Begräbnistag unserer Großmutter. Das bin ich und das bist du, sagte er. Und das ist meine Schwester und das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Da war das klar, dass sie ihn gefunden hatte. Und dann haben die sich umarmt und ausgetauscht und es war eine ganz herzliche Atmosphäre. Und abends haben sie sich nochmal getroffen. Da hat sie ihm auf 4 verschiedenen Zetteln die Telefonnummer seiner Mutter in verschiedene Taschen reingetan, weil diese Drogis ja alles Mögliche mal verlieren. Ja? So ein Zettel reicht da nicht. Also, sie wollte sicher gehen, dass er seine Mutter anruft. Was er auch getan hat. Und die Mutter ist auch hingereist zu ihm und hat ihn getroffen. Das sind die geheimnisvollen Wege des Dao. Versteht ihr, das kann man sich nicht vorher vorstellen, wie sowas abläuft. Das geschieht, wenn man in Übereinstimmung ist mit dem großen Leben. Und das wünsche ich uns zum Abschluss unseres kleinen Sessions, dass wir das genießen mit dem großen Leben, mit seinem Auf und Ab, mit seinen tollen Herausforderungen und Beglückungen, dass wir mit dem auch nach dem Session weiter in Verbindung sein können. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.